Vielleicht haben Sie sie auch schon gesehen, Einräder, mit denen seit kurzem einige Wagemutige in Parks und auf Gehsteigs unterwegs sind. Geht es nach dem Hersteller, sollten die sogenannten City Wheels der neue Trend werden. Gefahren werden darf unter anderem in Fußgängerzonen. Und wir haben uns in der Maria-Hilfer-Straße angeschaut, was man beim Einradfahren beachten sollte. Die Fußspitze nach unten ist Beschleunigung. Okay, Bremsen ist mit der Ferse. Ist die umgekehrte Richtung, ja? Über das Gewicht wird das City Wheel gesteuert. Zum Stehenbleiben wird die Ferse nach unten gedrückt, zum Gasgeben das Gewicht nach vor verlagert. Eine Herausforderung schon beim Zuschauen. Gefällt Ihnen das? Gefällt mir, ja, sehr gut. Für junge Leute, für mich nicht mehr wahrscheinlich. Ne? Das ist das da, oder? Ja. Schaut gefährlich aus. Also Sie würden nicht damit fahren? Nein, ich glaube, aus dem Alter bin ich schon draußen. Ja, es schaut recht witzig aus, aber ich glaube, fahren würde ich nicht damit. Wieso? Ich würde mir ein bisschen dämlich vorkommen, glaube ich. Also ich finde es sehr cool. Also wenn ich spare vielleicht drauf, weil ich finde es sehr cool. Man muss es halt lernen. Wenn man so wie hier in der Fußgängerzone fahren möchte, muss man das Gerät wirklich schon sehr gut kontrollieren können. Da braucht man schon ein paar Stunden, dass man in der Lage ist, das Gerät bei Schrittgeschwindigkeit auszubalancieren. Wenn man also viele Stunden investiert hat, um das Gerät zu beherrschen, darf man damit auf Feldwegen, Wohnstraßen und in Fußgängerzonen fahren. Tabu sind Fahrbahnen und Radwege. Der Akku für das Gerät hält bei Tempo-Vollgas bis zu 2 Stunden laut Hersteller. Insgesamt eine abgefahrene Sache.